Herrschaften, willkommen zu meinem Let's Play XCOM. Tja, wir haben gesehen, das Spiel ist nicht so freundlich, wie man denken mag. Es war sogar ziemlich fies zu uns. Wir haben schon mehrere Soldaten verloren in verschiedenen Kämpfen. Ja, die Welt ist ruhig derzeit. Wir werden dann gleich wieder auf volle Wäsche gehen. Allerdings überlege ich gerade, haben wir damit nur 13 Crewmitglieder? Sind schon neu dazugekommen? Nein. Okay. Das heißt, wir gehen einmal auf volle Geschwindigkeit und warten, bis unsere Soldaten da sind. Jasmin Kendrick, Fuyoko Shizuma, Mariana Loya, Aaron Gates und Farida Murumbi. Ist okay. Schauen wir mal uns diese neuen Soldaten an. Wer von denen gut ist und wer schlecht. Ich habe jetzt eine Weile nicht gespielt und kann jetzt wiederum habe jetzt wieder keine Ahnung mehr, wie gut ist. Na okay, besonders gut schießen kann die nicht. Fuyuko ist schon besser, was das betrifft. Außerdem ist er etwas mutiger. Ja, vielleicht noch ganz kurz zu den anderen Dingen, die hier stehen. Time Units ist eigentlich klar. So viel Zeiteinheiten haben wir. Für einen Schritt brauchen wir, glaube ich, 4 Time Units fürs Niederknien. Genauso fürs Drehen. Ein Time Unit, glaube ich, pro 90 Grad oder pro 45 Grad, glaube ich. Das heißt, da viel zu haben, heißt, man kann weitergehen. Aber man ist noch durch etwas Zweites beeinflusst, nämlich durch die Stamina. Die ist wichtig bezüglich Traglast. Ihr habt gesehen, wenn man sehr schwer trägt, dann werden die Time Units auch gekürzt. Die Stamina sagt auch an, im Normalfall, wie hoch die Health Points sind. 25 kommt mir jetzt sehr wenig vor. Im Endeffekt, in den meisten Fällen wird man mit einem Schuss getroffen und getötet. Manche überleben diesen Treffer allerdings. Da sind natürlich Health Points dann gut. Ihr habt schon gesehen, wir haben 2 Verwundete derzeit in unserem Trupp. Die beide das irgendwie überlebt haben, was ich gut finde. Bravery ist, in der einen Schlacht habt ihr gesehen, dass wir relativ viel Schaden genommen haben, also bei dem einen gelandeten UFO, also nicht abgeschossen, wo relativ viele Aliens draußen waren, habt ihr gesehen, dass einige, also da in einer Runde mehrere Leute von uns gestorben sind. Das hat dann dazu geführt, dass die Moral so stark gesunken ist bei einigen, dass sie entweder in Panik geraten sind oder ausgezuckt sind oder sonst irgendwas gemacht haben. Je höher die Bravery ist, desto weniger Moral verlieren sie. Reactions ist eigentlich nur dazu da, wenn wir uns Zeitpunkte aufheben für den nächsten Zug quasi, dann können wir, falls wir einen Alien sehen, auf ihn schießen. Je höher die Reaction ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir auf ihn schießen. Firing Accuracy und Throwing Accuracy und Melee Accuracy sollte klar sein. Das bedeutet nur, wie wahrscheinlich es ist, dass wir jemanden im Fernkampf beim Werfen oder im Nahkampf treffen. Und Strength wiederum ist, wie viel wir tragen können, ohne dass wir hier bei Stamina oder Time Units etwas verlieren. Ja, also Fuyuka oder Fuyuko Shizuma ist jetzt nicht gerade der gesündeste. Dafür kann er aber relativ gut schießen. Im Gegensatz zu Mariana Loya, die da weniger so gut, weniger gut ist. Aber dafür ist sie sehr mutig. Also grundsätzlich ist es natürlich wichtig, wenn wir jemanden finden, der gut schießen kann. Aaron Gates zum Beispiel passt ganz gut. Der hat auch einen hohen Bravery-Wert. Das ist zwar nicht so gut, die Time Units, aber naja.
und noch Florida Murumbi. Ich glaube, das ist der letzte oder die letzte. Auch nicht so schlecht. Ja, letzter. Wir haben da ein paar Rookies, die ich nicht so gern einsetzen würde, weil sie eigentlich relativ schwach sind, die beiden da. Die haben echt einen miesen Wert bei Schuss und bei Bravery. Ja, die zwei werde ich auf jeden Fall wieder rausnehmen. Milena und Aisha. Und dafür werden wir Fuyuka reingeben. Ja, Mariana Loja vielleicht. Aaron Gates auf jeden Fall. Und Farida. Genau. Farida, Aaron und Fuyuko kommen rein. Und die beiden kommen raus. Okay. So, was haben wir gesagt? Milena und Aisha kommen raus. Und Fuyuko, Aaron und Farida kommen rein. Equipment haben wir eigentlich, glaube ich, ganz gut jetzt. Wir haben eine Heavy Cannon drinnen. Gut soll sein. Einen Rocket Launcher ist auch gut. Laser Rifles 14 Stück und 4. Eigentlich brauchen wir nur 2 für die Heavy Cannon und für den Rocket Launcher. Also vor allem beim Rocket Launcher, weil der schießt viermal und dann ist es aus. Und manchmal geht es doch länger. Wir haben einen Heavy Laser jetzt. Ich glaube, wir werden den Heavy Laser statt der Heavy Cannon nehmen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber wir tun es halt einfach. So, dann Granaten haben wir 11. Dann nehmen wir 14 mit, dass jeder eine hat. Medikits haben wir jetzt 10, die nehmen wir alle mit. Stun Rods nehmen wir die 5 mit. Alien Grenades haben wir 3, achso, deswegen waren es 11. Verstehe. Jeder kriegt eine Granate. Okay. Okay. So, das heißt, wir sind wieder voll ausgerüstet, ausgestattet. Und wir können weitermachen. Wir haben noch 10 Scientists. Sehr gut. Jetzt sollte. Genau, diese 10 Scientists werden wir nochmal zu irgendwas Neuem machen. Jemand hat mir in die unten hineingeschrieben, ich soll Motion Scanner machen. Die bringen dann viel Geld, wenn wir sie verkaufen. Machen wir Motion Scanner. Also Bewegungsscanner. Okay, jetzt haben wir keinen Platz mehr im Labor. Wenn wir mehr forschen wollen, brauchen wir mehr Laborplatz. Nö, da war ich noch nicht. Achso, nein, das will ich nicht. Und noch irgendwelche Facilities. Large Radar System könnte man noch bauen. Nein, können wir nicht bauen. Kostet zu viel. Na gut, gehen wir wieder auf einen Tag. Hey! Wir kriegen mehr Geld. Weil wir haben ein gutes monatliches Rating von 847 Punkten. Und das, obwohl so viele Leute von uns sterben. Eigentlich alle geben mehr Geld her. USA. Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Japan, Indien, Brasilien, Australien, Nigeria, Südafrika, Ägypten und Kanada. Interessant, nicht China, obwohl wir China ja vor den bösartigen Aliens geschützt haben. Okay. Hey, das Spiel speichert für mich. Das ist nett vom Spiel. Vielleicht auch ganz kurz da. Income. Ausgaben. Maintenance. Okay. Ah ja. Hm.
USA hat schön erweitert. Okay, geht auch rauf. Frankreich auch. Okay, Frankreich gibt mehr Geld als Deutschland. Interessant. Wissen die Spielmacher, dass Frankreich weniger Einwohner hat als Deutschland? Sie sind zwar größer vom Staat her, glaube ich, aber vielleicht ist noch Staatsgröße. Italien, Spanien. Sollten wir ja von China fast so viel kriegen wie von den USA? Nö. Also vielleicht lassen sie doch auch was anderes einfließen. Japan, Indien. Gut, Indien ist eher arm, das stimmt schon. Brasilien, Australien. Nigeria und Australien ist circa gleich viel. Südafrika zahlt mehr als Australien. Tja, Australier sollten sich was schämen. Ägypten und Kanada. Gut, Kanada ist definitiv von denen, die da waren, am besten. So, schauen wir mal die UFO-Aktivitäten und zwar nach Gebieten. Nordamerika haben wir nichts. Arktis auch nichts, Antarktis auch nichts. Gut. Südamerika, Europa hatten wir viel im Jänner und Februar. Nordafrika haben wir jetzt relativ viel gehabt. Da war auch diese eine Schlacht, wo wir recht viele Leute verloren haben in der Wüste. Südafrika sehen wir jetzt nichts. Zentralasien, da haben wir gleich ein Schiff abgeschossen in Zentralasien auch. Ostasien, Sibirien, Australien, Pazifik, Nordatlantik, Nordatlantik einmal nix, Südatlantik, Indischer Ozean, okay, über den Meeren passiert jetzt nicht ganz so viel. Gut. Na dann, zurück und wieder auf die Eintagesdings. Ha, ein kleines. Okay. Dann versuchen wir das mal abzufangen. Mit dem Zweier. Auf eine Minute. Was heißt Tracking Lost? Ha! Da ist es, über der Wüste. Komm schon. Angriff. Wow. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, das könnten wir noch am Tag schaffen. Das wäre supi. Ja, das schaffen wir noch am Tag. Wahnwitz. So. Options, wie schon gesagt, wir speichern ab. Immer vor einem Kampf, für den Fall, dass wir mehr als die Hälfte der Leute verlieren. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird in dem Fall. Es ist ein kleines UFO. Jo. Warum hast du nichts in der Hand? Frage ich dich. Ganz ehrlich. Warum hast du auch keine Granaten? Wer hat die ganzen Granaten? Wir hatten das eingeteilt. Okay, du kriegst außerdem sowas. Matthias Müller hat. Ja, passt. Lorna Shaw. Silvio Lazar. Was ist das da? Ah, du hast zwei. Adam Ligety. So, okay. Kokoshima. Ah, das ist das große
So, du nimmst dir den Rocket Launcher, wer weiß, wozu wir es brauchen. Du kriegst noch sowas. Du ebenfalls. Granate in die Hand und du ebenfalls. Gut. Na dann. Okay, da ist die Karte aus. Oh. Und wir sind direkt neben dem UFO gelandet. Wir haben da ein Alien. Wir schießen auf das Alien. Wir sind unfähig. Ha, wir schießen das Alien. So unfähig sind wir dann auch nicht. Keanu Toy. Wie schaut das aus? Was hast du für eine Firing Accuracy? 57. Du solltest mehr haben. So, geh in die Knie. Und warte auf den nächsten. Ah, noch ein Alien. Das ist schön, in der Wüste sieht man so schön aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war wohl schlecht geschossen. Was hast du für eine Firing Accuracy? 63%? Echt jetzt? Wir versuchen es nochmal. Oh Gott. Na gut. Du. Silvio, mein Sergeant. Kannst du wenigstens gut schießen? Ja, 57. Ist eigentlich schlechter sogar als der andere. Du hast eine 26%ige Chance zu treffen. Bei 6 Schüssen ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einmal triffst, extrem hoch, weil du triffst. Oh, du hättest da zweimal wahrscheinlich getroffen. Sehr gut, Silvio, sehr gut. Das nächste ist mal daher. Und tust so, als wärst du nicht da. Ach so, ja, stimmt. Ab dem nächsten sollten wir drauf schauen, dass wir noch schießen können danach. So, na, die Gegend haben wir schon relativ gut erkundet. Der nächste. So, falls da hinten jemand vorkommt, können wir den abschießen. So, und ihr geht etwas weiter vor. Nicht raus. Sicherheitshalber. Na super.
Oh. Wo ist der Alien? Oh, eine 18%ige Chance. Der ist jetzt nicht der Scharfschütze. Oh, immerhin. Okay. Da scheint irgendwo oben ein Alien zu sein, den ich jetzt auf die Schnelle nicht sehe. Ah, okay. Mit dem dicken Ding. Wo auch immer das Ding ist, ich sehe es nicht. Ärgerlich. Wir werden... Daher. So, ah, da ist er. Können wir den abschießen? No line of fire. Jetzt besser. Ah, geh in Deckung. Dann sieht er dich nämlich auch nicht. Er weiß ja sowieso, wo du bist, aber... So, wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo das Alien ist. Nämlich direkt hier. Irgendwo. Da. Schön im... Schatten versteckt. Kannst du drauf schießen? Das ist da auf dem Hügel hinter dem Schippernakel. Einfach da hinter, direkt hinterm Schiff. Na gut. Und Knie. Ja, sie haben ihn schon gesehen. Und ja, wir kriegen nicht mit. Ein sehr gefährlicher Platz. Adam Ligeti ist so gut wie tot. Armes Schwein. Genauso wie der Herr Müller. Kannst du drauf schießen? Auch nicht. Na gut, dann gehen die Knie. Nix da.
Und fertig. Herrlich. Verdammte Alien. Alien. Die Aliens. Die. Matthias Müller ist auch ein großartiger Schütze, oder? Ah, 63. So, schauen wir mal. Ist das ein Korps? Ja. Kann man nichts machen. Okay, da drinnen ist alles hinüber. Ich würde mal sagen, das war's mit den Aliens. Wir kennen jetzt die gesamte Karte. Aber da drüben geht es zwar noch weiter, aber ich nehme mal an. Ich habe gesagt, dass es das war. Ah, das ist zu schwer für sie alles. Naja, keine besonders großartige Leistung, Freunde. Zwei Leute verloren, vier gekillt. Wenn wir so weitermachen, ist das eine Katastrophe, wie wir das machen. Wir töten die Soldaten schneller als die Aliens. Aber immerhin zwei Promotions. Ivar wird zum Sergeant und Silvio wird zum Captain. Silvio hat jetzt schon echt lange überlebt. Muss man ihm lassen. So, dann werden wir gleich einmal neue Dings, neue Soldaten uns besorgen. Okay, das können wir nicht jetzt machen. So, Sky Ranger kriegt zwei neue Soldaten. Hurra! Das heißt, die beiden, die ich rausgenommen habe, auf alle Fälle. Okay. Ist das jetzt mit den Soldaten? Ivar Retter hat jetzt drei Missionen und fünf Kills bereits. Na schauen. Und na bitte. Mehr Stamina, mehr Health. Hat schon einiges gewonnen. Matthias Müller, vier Missionen, hat auch sehr stark zugelegt. Dieser hellgraue oder dieser helle Bereich, das ist das, was sie dazu gekriegt haben. Lorna Shaw. Naja. Ja. Silvio Lazar ist bereits dreimal gestiegen. Hat erst zwei Kills. Eigentlich ziemlich lächerlich. Für das, dass er bei vier Missionen dabei war, warum wird der zum Captain befördert? Interessant. Na gut, soll sein. Er hat auch weit weniger, ist auch weit weniger gestiegen als die anderen. Milena Peskova haben wir noch nicht eingesetzt. Escher Alem auch nicht. Da haben wir eine Mission, keine Kills, aber er ist verwundet noch. Die Noemi Gutierrez. Roman Morozov. Zwei Missionen, zwei Kills. Yay. Adam Ligeti, zwei Missionen, zwei Kills. Jungo Kojima, eine Mission, keine Kills. Oh,
Er ist sogar noch Rookie. Wahrscheinlich, weil er das Schiff nicht verlassen hat. Adebola Eventus ebenfalls. Mattia Bruno. Hingegen nicht. Kalman Hegedus. Ist noch immer Rookie, obwohl er zwei Missionen hatte. Oh Gott. Jasmin Kendrick ebenfalls. Naja. Okay. Soll sein. Ja. Aliens Terrorize Bombay. Das freut mich. Noch eine Terrorstadt. Und ja, wir werden wieder eingreifen, auch wenn ich weiß, dass das irgendwie doof ist. Aber dieses Mal wissen wir ja schon was. Nämlich, dass diese Aliens gut entflammbar sind. Das heißt, der Raketenwerfer ist echt eine gute Methode, gegen die vorzugehen. Und wir haben außerdem da eine entflammbare Dings. Mit Granaten sollten die eigentlich auch relativ gut hinzukriegen sein. Na gut. Außerdem schauen wir mal nach. Sind die zwei noch immer verwundet? Ja. Wie lange dauert denn das bei denen? Noch 18 Tage und bei ihr 9 Tage. Wollen wir so lange warten? Nein. Die sterben uns sonst eh nur bei dieser Aktion. Okay, wir warten auf jeden Fall so, dass wir es hell haben bei der Mission. Weil das letzte Mal, das war echt mühsam mit dem Dunklen. Also wenn, dann muss es hell sein. Hey, wo ist das Ding hin? Ah. Das Ding ist weg. Was heißt da? Der Terror ist weg? Nein. Heißt das, wir haben da nur in einer gewissen Zeit hinfliegen können? Ich dachte, das bleibt jetzt da. Grrr. Na okay. Auf jeden Fall, Freunde, ich wünsche euch noch eine schöne gute Nacht. Ich werde für heute aufhören. Euch wünsche ich viel Spaß, schlaft gut und hoffentlich kommen keine Aliens, um euch zu holen. Bis dann.